Hey Kinders, was geht bei euch ab? Hallo Team. Okay, sie labern schon mal, sehr schön. What the fuck, was ist mit ihm los? Er droppt Peter 50? Ja gut, dankeschön. Was ist das für eine Taktik? Ich hau den Nate rein und hoffe, dass sie hier alle kommen. Scheinbar nicht, schade. Incoming. Okay, Bombe ist B, let's go! Ihr klingt schon mal nach dem Ultra-Team, wobei ich nicht zu früh das Lob aussprechen will, auf gar keinen Fall. Oh fuck! In ihn reingesprungen. Ich dachte, er geht jetzt zur Tür. Na gut, forcen wir rein und machen actionhaftig weiter. Ich bin froh, jetzt endlich wieder ein Matchmaking machen zu können. Ihr habt da schon ein paar Mal danach gefragt, wobei scheinbar die Wingmen auch sehr beliebt sind. Also, was? Okay, I got Diffuse for A. Oh, er ist echt ultra taktisch unterwegs. Er sagt, er muss jetzt auf B gehen, weil er hat einen Diffuse. Wir haben nur zwei, damit eins auf A und eins auf B ist. Krasser Boy. Connector 2. One stairs. Bomb is down on A. Need help. T-stairs. Oh, fuck. Nice. Another one is half HP. Komm schon, nice. Ah, da kommen die Assists rein. Leute, die Bombe ist doch da, geht doch hin. Au. Schade. Oh. Okay, geh schon ran, bevor der plantet oder während er plantet. Oh, nice try. Wir machen eine dicke Eco-Time jetzt hier. Schade, das war eben schon ziemlich nice. Ich habe auch dick Punkte gemacht. Also wir, naja, haben jetzt halt alle gleich viel da oben. Dick Punkte gemacht. Und Tetris. Die Stairs noch, Stairs. Oh, scheiße. Ich weiß im Moment nicht, wie sicher mein Rank ist. Ihr habt es vielleicht gestern mitbekommen, wenn ihr im Stream wart. Die haben uns da doch... Ne, wir haben einen Draw geholt. Stimmt. Und ich glaube, das Spiel davor war auch ein Draw. Wir holen in letzter Zeit nur noch Draws und gerade das gestern war wirklich so fucking behindert. Wir haben auf Cash gespielt und der Sieg wäre wirklich nicht sicher drin gewesen, also nicht leicht. Aber wir hätten in 16-14 oder 16-13 holen können. Aber wir waren zu dumm, um gewisse Sachen umzusetzen. Also wir haben so scheiße gespielt, es war echt eklig. Und ja, dann kam halt doch nur ein Draw bei rum. Und ich muss jetzt echt gucken, dass ich ein bisschen was mache, weil sonst wird es schwierig. Tetris? A1? Both down. Okay, wartet mal. Das war nicht schlecht. Die beiden schon weggenutzt. Zwei low. One T-Stairs. He's still there. He saw me. Oh fuck. Oh, Bombe B. Bombe down. Last one was on A-Stairs. Also die sind zwar ein bisschen hektisch, also mit ihren Calls. Aber, oh, das war doch so klar, dass er da ist, Boy! Er hat so lange gewartet, läuft da mit dem Knife Mitte hoch. Wie dumm ist denn das? Schon wieder so eine Sache. Sehr blöd gespielt. In 2-on-2. Wir haben die Bombe, eigentlich alles easy. Bombe ist auf B. Der letzte war auf A-Stairs gesichtet. Was macht man da nicht? A-Stairs oder Palace durchgehen, ist logisch. Das wäre extrem dumm. Mitteldumm ist es, Mitte hoch zu gehen. Weil da ist er wahrscheinlich dann jetzt mittlerweile. Und ganz klug wäre es, einfach über City auf B zu gehen, um den Kollegen zu unterstützen. Guckt euch das mal an. Er steht jetzt echt... Oh mein Gott. Nice. Er steht jetzt echt kacke da, hat das extrem unsouverän gemacht. Da er nicht gesehen wurde, hätte ich jetzt noch ein Sekündchen gewartet, bevor ich den kill. Also einfach um die Ecke gehen und ihn dann nutzen. Naja, egal. Ich werde jetzt Farmers holen, einfach aus Geldmangel. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich Farmers und Galil öfter spielen will, anstatt MP. Eben Farmers oder Galil. Ich glaube, gerade bei T ist es finanziell gesehen fast dasselbe, oder? Die Galil? Ich weiß es gerade nicht so genau, ob die ähnlich viel wie eine UMP kostet. Ich glaube schon. Achso, ja, die werden mich jetzt hier oben erwarten. Nein. Wow. Einfach mal reinbratzen und ich stelle mich nicht wieder hier hin. Da kriege ich andauernd Flash ein. Bin ich andauernd auf die Nase. Nice. Das klang irgendwie wie ganz viele Headshots, oder? Oder wie Flashshots. One Palace. Au. Hört auf, eure scheiß Nades auf mich zu schmeißen, ihr Lurche. Stairs one. Stairs. His sandwich now, low maybe. Alter, er stirbt nicht! Nice, Mann. Na, alles, das geht doch. Okay, gut. Macht einfach langsam. Der Kollege ist auf B gelaufen. Extrem nice. Ja, wir safen unsere Waffen, läuft. Der will seine AWP safen. Jawohl, hat ihn noch genutzt. Oh, nice. So, ich habe wieder den Rick-Boy dabei. Rick is with you, und zwar with me. Er smoked da wieder. Gut, wenn er unbedingt will. Ich molly da oben mal. Ich hoffe jetzt natürlich, dass sie sich nicht mehr daran erinnern, dass ich hier vorhin war. Nice. Aber wahrscheinlich wissen sie es noch. Bombe haben die da drüben, die Jungs. Jawohl, noch einen genutzt. Extrem nice. Was die? Wow. Alter, ich dachte, das ist ein Feind, der auf einmal auf mich schießt, dann ist es Purple. Purple ist ein richtiger Schlawiner. Oh nein. One more Kurva! Ich kann das gar nicht sagen. Kurva! Ich habe hier wieder einen Baruskis am Start, oder ist Kurva eher polnisch? Oder beides? Okay, nice. Wir haben A wieder. Oh! Mid is down. T-Stairs, at least two. They're coming on A. He saw me, shit. One Palace. They're going back. They're falling back. Connected one. Bomb is down on A. Stairs. Shit. Es war dumm, jetzt zu verschieben, aber
Ich dachte, der Kerl ist klug und geht hinten lang, also über T-Stairs durch Palace und kommt dann von oben runtergedroppt und killt mich. Oder durch die Leiter oder einfach durchs Holz. Deswegen wollte ich da weg, aber ich glaube, ich messe den Leuten oft zu viel Intellekt zu, beziehungsweise zu viel Spielverständnis. Dann ist er doch wieder nur da und guckt raus. Ich rechne immer mit den Ultra-Tactics und denke mir, fuck, fuck, oh shit. Und dann komme ich so rückwärts angelaufen mit dem Knife. Wir haben es im Griff, es läuft im Moment. Ich habe schon gehofft, dass es darauf hinausläuft, dass wir sie ein bisschen penetrieren, wenn wir die Waffen haben. Aber mit Pistols und so waren wir trotzdem eher, ja, da waren wir, was heißt trotzdem, oh fuck. Shitty Molly. Merkt euch, die Molly gerade mal, Tutorial wird kommen. Hm? Mate is coming down, you hear him. Just let him come, like that. Shot down. Ich stelle mich einfach auf A und warte ab, bis er kommt. Hab keinen Bock, da jetzt irgendwas zu riskieren. Der hat eine AWP und das könnte eklig werden. Lau geht wieder hin. Gut, wir haben auch... Nee, wir haben gar nicht so viel Geld. Weißt du, sie gehen jetzt hin, lassen sich natzen, dann nächste Runde. I need to drop, please drop me something. Wenn sowas aus Versehen passiert, weil er halt einfach dumm steht und einen dann wegnatzt, okay. Aber wer jagen geht und, ja, bekommt trotzdem von mir einen Drop. Ja, natürlich, ich will ja, dass wir gewinnen. Dennoch ist es nervig. Gerade wenn man sich nicht leisten kann, dann ist es gar nicht lustig. Okay, im Moment sieht es ganz gut aus, aber ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben. Oh, fuck. Okay, man merkt, die sind auf B nicht so stark unterwegs, die Boys. Shit, man. Das zweite Mal, dass die B eingerissen haben. Naja, gut. Aber ich habe Zeit, auch für ein ausgespieltes Spiel. Nur braucht es halt dann länger, bis ich es hochladen kann, weil ich dann ewig dran rumschneiden muss. Oh, der hat gekauft. Warum hat der gekauft? What the fuck? Weiß nicht genau, warum der jetzt eine M4 gekauft hat, was ihn dazu bewegt hat. Was einer ist im Palace, sagt er. Smokes on A. Und help. T-Stairs too, they're coming. Scheiße. Ja, unsere befürchtete Pistolrunde ist wieder eingetreten und wir waren sehr bad. Aber er hat ja eine M4 gekauft, der Docs. Vielleicht holt er damit jetzt die Runde, dann bin ich zufrieden. Was macht er denn jetzt? Kann man von da irgendwie Connector oder Mitte? Das, oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Jetzt denken sie alle, oh, der kommt bestimmt von Krnrichtl. Okay, jetzt nicht mehr. Schade. Okay, bitteschön, Pistolettas, Boys. Gucken wir mal, was passiert. Ich stelle mich diesmal, glaube ich, close. Wisst ihr was? Ich versuche zu rushen. Oh mein Gott, ich versuche zu rushen. Also ich mache langsam einen Rush. Oh Gott! Bomb in front of T-Stairs. Hat er den nicht gesehen, der Grüne? Oh, scheiße! Die rennen in die Leute rein. Ha, das ist echt ein hartes Schwitzerspiel. Baron und ich haben uns gestern tot geschwitzt, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir haben bei PvP Romania haben wir wieder ein bisschen um Geld gespielt und haben AWP gespielt, also so ein AWP-Modus. Also Tour-on-Tour AWP eben, auf AWP India oder so. Es geht ja auch immer 30 Runden. Wir haben ständig Overtime machen bis in One Palace, dass wir bei 60 Runden waren. Das war so fucking krass, Mann. Es ging immer hin und her, die zwei Kills, wir zwei Kills, die, ich meine zwei Runden. Oh Gott, Purple, da ist glaube ich einer Palace. Schleichen deinen Tod, Mann. Ich denke, dass sie gleich explodieren. Auf einen der Spots wahrscheinlich. A ist clear. Wahrscheinlich auf A, weil er eben gesagt hat, A ist clear. Oh. Einer ist in der Leiter. Oh, die sind short durch. Hat die mit incoming. Fuck. Das war einfach denied. Steht mit AWP da. Fuck. Come on, guys, wake up and start rank up. Oh nein. Sandwich is down. Palace one. Palace got hit. Ich hab zwei angehittet. Nein! Och, komm auf Shot, ist auch einer. Smokes on A. Two smokes, three. Ah, ich habe ihm wieder die Half gegeben, ey, dem Lurch. Ich hätte mich smoken sollen, nicht aus dem Molly rausrennen sollen. Okay, nur noch zwei. Nur noch einer. Nice, die Runde haben sie im Griff. Jungle one. Letzte Runde, die müssen wir uns holen. Mann, 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 ey. Ich smoke da vorne jetzt erstmal ab. Und guck halt hier noch so rein, was abgeht. One is leather room. Without. Ja, blau, du musst durchgehen. Blau, blau, komm schon, blau, blau, blau. Weil da waren beide. Also, einer short, ne, und der andere leather room. Blau hätte von hinten einfach rankommen können und rein. Das sind diese Momente, in denen ich mich dann immer frage, ob die Leute wirklich einfach in dem Moment so aufgeregt sind, dass es ihnen nicht einfällt, oder ob sie es halt einfach gar nicht auf dem Radar haben. Und nicht drüber nachdenken, überlegen, was oder wie man wohl gut jetzt die Runde gewinnen könnte. One on B. Na komm. Oh. Kuh, Scheiße. Das war echt eine bittere Pille jetzt hier für uns, weil es lief ganz gut. Die Taktik ging auf, ne? Es wurde auf A gelegt. Zwei waren noch auf B, haben rumgeguckt. Der dritte hat es dann ein bisschen gerafft, dass auf A wohl die Bombe liegt. Und ja. Aber natürlich ist das Ganze noch nicht aufgegeben, klar. Okay. On-Spot Stairs and Construction. Jetzt haben sie echt zu lange gebraucht. Hm.
So, ich werde jetzt den Piss auf dem Car wegnatzen. Oder auch nicht. Warum ist ja keiner? Go, Shot is down. Oh, Blau, beeil dich mit der Bombe! One is A stairs, stairs. Oh, fuck. I need help, Orange. Okay, Kösche. Die Runde ist schon mal geholt, das war nice, aber jetzt kommt die nächste Runde, ja, die auch geholt werden will, klar. Oh, fuck, haben die nur Deagles? City One. What the fuck? Keine Ahnung, wo der war. Maybe stairs, I think. Nice Taktik. Nice Taktik. Es war alles zugesmoked und der hat direkt angefangen, Ninja zu defusen. Und die anderen beiden standen noch nicht mal bei der Bombe, sondern halt bei T-Stairs. Die können das ja gar nicht abklatschen von da. Das sind diese Sachen, die ich meine. Es wirkt immer so, als wenn die Leute manchmal so ein bisschen retarded werden. Also ich meine, jeder macht solche Moves, ganz klar. Ich mache die ja auch. Aber gerade in den Videos kommentiere ich dann direkt, wie dumm das war. Und ich frage mich, ob das die Leute selbst auch so sehen. So von wegen, ah, fuck, das habe ich aber immer dumm gespielt. Oh. Und dann habt ihr einfach nur sagen, Man, dann lernen sie auch nichts daraus. Und es Window, I think. Hier mit Orange mal auf B, denn B sieht doch recht lecker aus, glaube ich. Er ist auch schon sehr weit vorne. Das heißt, one shot. Need help on B. Ach, one shot and one on B. Da hat er Unterstützung von Short bekommen. Fuck. Wir machen jetzt einen leckeren kleinen Rush auf B. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir nicht so gut als Team zusammen spielen, sondern ziemlich viel alleine Scheiße machen. Oh, nice. Oh Gott. Oh Gott! Ich war auf seinem Kopf gestanden. Ich bin mit ihm mitgerutscht. Habt ihr es gesehen? Ich habe diesen Boost habe ich von ihm bekommen. Ich wurde von einem Feind geboostet. Wow. Oh shit, mate. You plan fast, guys. One shot. Komm schon! Ihr müsst jetzt schnell planen, bitte. Nein! Alex! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind gerade so eingeschissen. Wir trauen uns nirgendwo drauf. Die spielen so viel AWPs. Ah, wahrscheinlich ist hier auch schon einer, die auf mich wartet. Nicht? Okay, ist hier einer? Ist einer auf Short? Ja, Short ist einer. Okay. Ah, nein, noch einer! Fickt euch! Jetzt ist so zum Kotzen. Ich will mich auf einen fokussieren und es kommt einfach direkt der nächste von... Also ich meine, die spielen echt gut. Schön, dass sie diese Reflex und sowas hinbekommen. Aber wir bekommen es nicht hin. Bei uns steht jeder für sich alleine. Wir sagen irgendwie an, komm, wir gehen jetzt... Wir versuchen was aufzubauen und wir versuchen es auch. Und dann... Diffundieren wir auseinander, dann haben irgendwie alle doch Angst und ich geh mal da, ich geh mal da und dann gibt's keine Refrags. Wobei es jetzt in meinem Fall auch keinen gegeben hätte. Ich habe ja nichts, also ich habe ja gar nichts vorbereitet an Refrag-Material. So, last round. Ich habe euch ja gesagt, mehr Galil-Zeit. Somit wird diese jetzt auch angeschafft. Ich versuche mal auf Richtung B zu gehen und da einfach noch irgendwas wegzuklatschen, obwohl, naja, B hat sich jetzt die ganze Zeit nicht bewährt, deswegen werde ich auch nicht auf B gehen. Ich werde jetzt einfach instant hier unten lang gehen und hoffen, dass ich den im Window wegklatschen kann. One shot. Oh Gott, der kommt runter, was ein Bastard. Und ist lower mid without. Ich merke einfach, so wie gestern auch im Stream, dass CSGO gerade nichts für mich ist. Es ist einfach genau null. Kein Momentum, kein gar nichts. Es geht nichts. Obwohl, in den Wingman geht's ja. Doch, in den Wingman, da will ich mich nicht beklagen. Da haben wir gerade letztens dieses krasse 9-1 rausgekloppt. Im Matchmaking, ich sag's ja immer wieder, hängt einfach zu viel von den anderen ab. Also auch von der Laune der anderen. Die haben sich jetzt so ein bisschen gegen den Blauen verschworen, weil er halt jetzt ein paar Spiele verkackt hat. Ich habe mich vorhin auch kurz aufgeregt, aber ich würde nie im Leben dann auf ihn zugehen im Spiel und ihn beschimpfen oder halt sagen, hey, du musst besser spielen. Das weckt in ihm doch nie im Leben den Gedanken, oh ja, ach ja, stimmt. Nee, das fuckt ihn ab und dann ist er noch schlechter. Entweder weil er Schiss hat, dass er verkackt, oder weil er sauer ist und damit Absicht verkackt. Das hat einfach keinen Sinn, sowas zu sagen. Und ja, naja. Sonst war ich jetzt wirklich zufrieden mit dem Team. Die haben ja ganz gut angesagt hin und her. Aber es hilft einfach nichts, wenn man dieses, oh, du bist heute aber schlecht. Vielleicht solltest du besser spielen. Oder das muss in den Leuten selbst drin sein, sonst passiert da auch nichts. So wie das, was ich sage mit den Situationen, wo ich merke, ich habe einfach scheiße gespielt. Ich weiß das. Und ich versuche mich zu verbessern. Wenn das andere nicht wissen, dann bringt es aber auch nichts, ihnen zu sagen. Du hast da übrigens gerade echt scheiße gespielt. Das geht nicht. Wenn es sehr gute Mates sind, dann kann man sowas machen. So von wegen, ey, weißt du was, ich habe eine Idee. Gerade eben die Situation, weißt du noch, ich glaube, ich hätte die vielleicht versucht, so und so zu regeln. Wisst ihr, so ganz vorsichtig, dann kann man sowas machen. Aber anderweitig, hilft einfach nie. Nun ja, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.